Yo, was geht ihr Balduins? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schild. Weiter geht's hier im Champ Cup. Ich glaube, jetzt geht's gegen den Drachenarena-Leiter Roy ran. Nicht Joy, sondern Roy. Wir haben ja in der letzten Folge gegen den Unlicht-Arena-Leiter Nio gekämpft. Und den haben wir richtig auseinandergenommen. So, weiter geht's dann auch mit dem Champ Cup. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, welches Pokémon ich als erstes habe, an erster Stelle habe. Tja, was ist auf Drachen nochmal sehr effektiv? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Einfach die Bärde oben lassen. Wird schon irgendwie klappen. Habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, aber das war dann doch nicht so wirklich das Wahre. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Delien herauszufordern? Wird es Moreno sein, der glänzend neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy der Drachensturm? Ich hoffe, das sind wir. Ich hoffe, ich darf gegen Delien kämpfen. Ich will gegen seinen Glurak kämpfen. Jetzt hast du es also bis hierher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Die Nummer 1 natürlich, man kennt's. Delien hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Delien antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich der Typ? Du hast doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Oh oh. Wahrscheinlich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt wahrscheinlich Dragoran hat oder so. Auch ein Drachen-Pokémon. Wäre auf jeden Fall richtig geil. Dragoran ist noch von der ersten Generation. Boah, das wäre richtig geil. Und wenn er den dann Dynamax maximiert. Da muss ich aber dann komplett los. So, Squirtle oder Quirtle. Wie man den auch immer nennt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Feuer-Pokémon. Feuer- und Drachen-Pokémon. Dürre erzittere vor der Kraft der Sonne. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil wir natürlich auch ein Feuer-Pokémon haben. Aber wir hauen dann einfach mal die Risikodecke raus. 120 Stärke. Ja, gut, geht. Gena? Oh nee. Er soll mich doch nicht einschlafen. Egal, wir haben noch mal eben schnell eine Attacke raus. Vielleicht können wir ja dann gleich den Aufwecker nehmen. Oh, das sah sehr hart aus. Na toll. Er wird wahrscheinlich jetzt auch die anderen Trainer, wird er jetzt wahrscheinlich so eine Top-Genesung einsetzen. Deswegen werde ich jetzt auch einen Aufwecker nehmen. Also da gehe ich jetzt mal stark von aus. Gedankenübertragung. So. Natürlich ist er jetzt wieder voll geheilt und wir nicht. Aber trotzdem haue ich da nochmal einen Risikodeckel raus. Auch wenn wir immer einen kleinen Rückstoß kriegen. Aber ich glaube, das soll nicht allzu blöd sein. Also eine könnte ich wirklich noch raushauen. Da scheiße ich jetzt mal auf gut Deutsch auf Liberlo. Weil wir können ja immer wieder noch beleben. Wir haben ja noch ein paar Beleber. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, dass er mich vielleicht einschläfert. Aber es sei doch nicht so. So, dann werden wir Kapaloris wahrscheinlich reinpacken. Weil er kann ja ein paar Wasserattacken. Dann kann er den wahrscheinlich ein bisschen auslöschen. Hoffentlich reicht das auch. Mit einem Blubberstrahl. Oder Blubstrahl. Blub, 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 blub. Jawohl. So, jetzt sind wir wieder im Rennen. Er hat einen K.O. Ich habe einen K.O.
Kapalores 57. Jawohl, Rizeros Level 51. Hat er sich auf jeden Fall verdient. In der letzten Folge hat er die Dynamaximierung richtig sehr, sehr gut überstanden. Dynamax gegen Dynamax. Das ging ja, das haben wir bezwungen. Also gerne in die letzte Folge reinklicken. Werde ich euch dann auch verlinken oder in der Infobox steht es auch. So, als nächstes wird Fortunato eingesetzt. Kenne ich leider nicht. Kenne ich gar nicht. Trotzdem kämpfen wir einfach mal weiter. Vielleicht ist es ja Zufall. Ah, ja. Dich kennt man doch. Das ist auch ein richtig geiles Pokémon. Richtig, richtig geil. 65 und 40. Dann haben wir den Blubschall mal raus. Ja, es geht. Ich finde dieses Pokémon richtig cool. Auch wenn er uns immer den Rücken zudreht. So ein schöner Sonnentag. Na, hast du jetzt eine Strategie für mich? Noch nicht, aber die kommt wahrscheinlich bald noch. Hat eine Panzerfalle gelegt. Okay. Ja. Oh, wurde nicht ausgelöst. Ja, perfekt. Dann hauen wir halt nochmal den Blubstrahl raus. Auch ganz entspannt hier. Ja, zwei Stück. Und dann wird er wahrscheinlich down gehen. Aha, wieder nicht ausgelöst. Kannst du gerne noch mal eine Panzerfalle setzen. Perfekt, er hört sogar auf mich. Könnte auch mein Pokémon sein. So, komm, ein noch. Und dann bist du down. Ach, was bist du denn für ein Trainer hier? Das nützt doch nichts. Okay, perfekt. Haben wir den auch down? Wahrscheinlich soll das einfach eine Falle sein, wenn wir das Pokémon wechseln oder so, dass dieses Pokémon von uns, von unserer Seite, einfach auf die Falle tritt. Das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was für ein Pokémon der einsetzen will. Ah, okay, Viscogon. Ah, ich glaube, das ist diese Schlange oder so. Irgendwie so eine Schlange war das. Tja, gute Frage. Dann werden wir Rexblizzard reinpacken. Ich glaube, Eis könnte, glaube ich, sogar sehr, sehr gut und effektiv sein. Ich glaube, das war so eine Schlange. Ja, gut. Ist eine Schlange. Sieht aus wie eine Schlange. Haha, nicht schlecht. Das Wetter mal eben so zu Hagel zu ändern. Das kann selber ich nicht. Keine Ahnung, was da stand. Ich war wieder zu langsam zum Lesen. Ja, haben wir einen Blizzard raus. Regentanz, natürlich. Von Hagel nach Regen. Es regnet, so ein kalter Regen geht bei mir in meinem aufgeheizten Körper. Aha! Haben wir doch das perfekte, richtige Pokémon gekriegt. Surfer. Ich dachte, die Attacke gibt es gar nicht hier, aber wahrscheinlich gibt es die doch. Als nicht als VM, so wie man sie immer kennt. Aus den vergangenen Pokémon-Teilen Libeldra. Oh, da könnten wir jetzt eigentlich, glaube ich, Libello reinpacken. Obwohl Libello wäre Feuer und Libeldra ist, glaube ich, mehr Boden als Pflanze. Na komm, dann werden wir weiterkämpfen mit Rexblizzard. Ich glaube, Libeldra ist mehr Boden und Drache. Sieht zwar so aus wie so ein Käfer-Blatt-Pokémon oder Pflanzen-Pokémon, aber das täuscht. So, auf in den Kampf mit einem Blizzard. Ach, perfekt. Läuft doch. Sehr effektiv, der Blizzard. Weht die Winde und beschwört einen Sandsturm herauf. Er ist wahrscheinlich ein richtiger Wetterexperte. Jawohl. Sehr gut.
Kramer 57 und Mopeko 55. Aurarad, da schauen wir doch mal eben rein. Oh, Elektro, perfekt, 110. Auf jeden Fall. So, dann werden wir wahrscheinlich auch Bissweg machen. Ja, wir werden dann wahrscheinlich Bissweg machen, weil Unlicht haben wir ja auch den Knirscher und der ist stärker, also wird der Bissweg gemacht. Und dafür kommt Aurarad. Perfekt. So, Duat Ludon. Ja. Dafür, dass Rekbüßer zwei Pokémon K.O. gemacht hat mit nur einer Attacke, würde ich sagen, wir werden einfach weiterkämpfen und das Pokémon Dynamaximieren. Ich, Roy, werde gegen Delian gewinnen, also besiege ich dich jetzt mal ehrlich, dich. Oh, da ist doch das unser, oder das gute alte Hotel, wenn er jetzt gleich die Dyna oder Giga Dynamaximiert. Ja. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber wir hauen dann trotzdem die Dynafrost raus. Weht ihr Winde, mein Partner wird dir aus dem Stadion pusten. Bam. Ah, der sieht schon, also der Charakter, Joy natürlich, Roy, sieht schon sehr, sehr geil aus. Und da ist unser altbekannter Duraludon. Auf jeden Fall richtig, richtig cool als Giga Dynamax. So, und ich glaube, wir werden das Rekbüßer auch jetzt erstmals in unseren Pokémon-Folgen als Dynamax-Pokémon sehen. Und zwar ein bisschen größer. Gut, ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen aufheilen können. Dyna-Stahlzacken. Aua, aber ein ganz dickes Aua. Toll. Ich glaube, das war's mit unserer Dynamaximierung. Geschweige Dynamaximierung. Ach, Mann. Den haben wir jetzt. Wo ist was effektiv drauf? Morpeko ist nicht effektiv, ist auch nicht effektiv. Rizeros wäre noch gut dabei. Dann packen wir Rizeros rein. Im Hammerarm sogar. Hätten wir, glaube ich, von Anfang an reinpacken können. Aber das wusste ich leider nicht. So. Dann hau raus dein Hammerarm hier. Dynafaust. Boah. Oh, das hat er gut aushalten können. Aber jetzt aber, zeig dein Hammerarm. Eieieiei. Ich glaube, das wird doch eine andere Folge werden. Und eine lange Folge werden. Er hat eben 100, 180. Dann haben wir einfach weiterhin den Hammerarm raus. Bleib. Aua. Ich glaube, wir werden diese Folge komplett verkacken. Obwohl, er hat ja jetzt nur noch eine Runde für Giga Dynamax. Dann könnten wir eigentlich auch das Mopeko reinpacken. Um das Rizeros wieder zu beleben. Jawohl. Dann haben wir wahrscheinlich doch nicht so verkackt. Auf jeden Fall ein richtig geiles und starkes Pokémon in der Giga Dynamax. So. Dann haben wir... Ah ne, wir brauchen eigentlich noch einen Poppeleber für Delian, weil gegen Delian müssen wir ja auch noch kämpfen. Das wird wahrscheinlich so ein epischer Kampf werden. So, einsetzen auf Rizeros. Bodypress. Oh, aua, tut mir leid, Mopeko. Du musst es dem Brocken leider auf dich ergehen lassen. So, dann haue trotzdem Rizeros jetzt erstmal rein.
wahrscheinlich können wir ihn mit einer Attacke jetzt wieder One-Hit machen oder auch nicht. Ich glaube nicht. Wir schauen einfach mal mit dem Hammerarm hier. Ich kriege das heute nicht hin. Ich glaube, wir werden jetzt so verkacken. Aber so richtig. Oh Mann, Alter. Roy ist schon ein starker Trainer, muss man ganz ehrlich sagen. Bin mal gespannt, wie es mit Delian geht. So, Beutel. Auf ein neues hier. Belebe einmal bitte. Auf Rizeros. Und dann haben wir ihn direkt einen Hypertrank noch dabei. Und er mit seinem Kack-Body-Press. Okay, Hypertrank können wir ihm noch drücken. Sehr gut. So, da ist er. Zwei Stück noch. Oh, das wird sehr, sehr mangelhaft hier. Oder Mangelware an Hypertränken. Ja, komm, einen hält's noch aus. Perfekt. Dann können wir dich eigentlich angreifen mit der Überheblichkeit. Nein, er lässt es leider nicht zu. Oh shit. Oh shit. Jetzt wird ein ganz, ganz knappes Ding hier. Greif als erstes an. Ja, nee, ist klar, Alter. Fast One-Hit hier. Tja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wenn ich mir jetzt einen Trank drücke, kommt er eh wieder mit seinem, mit seiner Attacke. Und dann stehen wir genau wieder hier. Das Einzige, was ich machen kann, dass Kapaloris eventuell ein bisschen aushält. Dass wir ihm, Rizeros, dann einen Trank drücken können. Müssen wir versuchen. Sonst bleibt mir leider nichts anderes übrig. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie das mit Delian weitergehen soll. Steinkante. Gut. Hoffentlich setzt er gleich noch keine Top-Genesung ein. So, Top-Genesung. Oh, 10 Stück haben wir. Warum habe ich die denn nicht vorher eingesetzt? Naja. So. Aber auf das richtige Pokémon. So, hoffentlich ist die eine Attacke von ihm leer, weil er sich so oft eingesetzt hat. So, unser letztes Pokémon Rizeros muss jetzt wirklich alles geben. Hoffentlich wird das ein Volltreffer. Drückt mir die Daumen, hoffentlich wird's gut. Ab geht's, Steinkante. Gut. Das ist schon mal gut. Das war nicht sehr effektiv. So, eine Attacke noch. So, wenn er jetzt... Wenn er jetzt natürlich seine eine Attacke raushaut, dann bin ich komplett down. Dann bin ich wirklich komplett down. So, Beutel können wir jetzt eigentlich noch nehmen und einen Beleber einsetzen. Ich gebe mal Kapaloris. Kapaloris hat ja gerade ein bisschen ausgehalten. Deswegen gebe ich Kapaloris jetzt einen Beleber. Dass wir eventuell noch so eine zweite Chance hätten. Okay. Steinkante, dann können wir unseren Hammerarm wenigstens rausbringen. Ne, nicht Pokémon, sondern Kampf und den Hammerarm. Bitte. Gut, dass wir Kapaloris nochmal
belebt haben. Oh Mann, ey. So, einwechseln. Das ist ein Kampf, ey. Mein lieber Schwan. Leck mir doch am Zückerli. So, heute. Ein Beleber. Für Rizeros. Jetzt wird wahrscheinlich wieder Kapalogos down gehen. Halt mal was aus, bitte. Schade. Schade. Oh Mann, ey. So, Rizeros, du bist wieder dran. Aber wenn er jetzt wieder seine Attacke raushaut, dann bin ich wieder down. So, entweder machen wir jetzt, eine Top-Genesung rein und hoffen, dass er eine Steinkante macht, dass wir mit unserem Hammerarm gleich wieder angreifen können. Alter Schwede. Ich muss eine Top-Genesung nochmal reinpacken. Okay, Drachenklaue. Ich glaube, der darf immer als erstes angreifen. Das ist nämlich das. Ich muss hoffen, dass er eine Steinkante raushaut. Oh, Steinkante. Ey, das wird immer stärker, die Attacke hier. Eisenschädel. Ach du Kacke. Eine andere Idee. Sehr effektiv. Ja gut, wir haben nur ein Pokémon, was sehr effektiv da drauf ist. Dann machen wir das jetzt mal so, dass wir einen Beleber nochmal Kapalogos geben. Weil ich glaube, Kapalogos wird ein bisschen mehr aushalten als Rizeros jetzt seine Attacken. So, dann geben wir aber Kapalogos, müssen wir jetzt einwechseln und geben Kapalogos jetzt nochmal eine Top-Genesung. Ein Beutel und eine Top-Genesung. Jetzt darf ich mich bloß nicht verklicken, weil sonst war wirklich alles umsonst. So, der wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr aushalten von seinen Attacken. Dann können wir auch... Ich kann jetzt Giga-Sauger raushauen, dann kriegt er wenigstens ein bisschen Leben. Aber er wird wahrscheinlich als erstes angreifen, das ist das Problem. Ja gut, dann werde ich nochmal einmal ein Top-Beleber werde ich noch raushauen, dass wir wenigstens drei Top-Beleber für Delien überhaben. Und hoffen, dass er jetzt eine schwache Attacke raushaut. Ja gut, wir müssen es riskieren. Gegasauge, auf geht's, drückt mir die Daumen. Schade, Marmelade. Schade, Marmelade. Roy ist einfach ein krasser Drachen-Pokémon-Typ. Du hast leider kein kampffähiges Pokémon mehr. Ja, toll. 7200 Poké-Dollar durften wir jetzt erstmal ihm übergeben. Toll. Mir wird schwarz vor Augen. Mir wird auch gleich schwarz vor Augen. Ja, ich glaube, ich habe nicht gewonnen. Hoffentlich darf ich jetzt nicht alles wieder von vorne machen.
hoffentlich werden wir jetzt gegen Roy wieder antreten. Das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Ich habe heute echt... Ist einfach schwacher Auftritt von mir gewesen. Aber danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr gut freuen. Und wir sehen uns dann bis in die nächste Folge auf einen erneuten Kampf mit Roy. Was geht?